Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Ich reise Ende des Monats kreuz und quer durch Deutschland und hoffe, die besten Buchhandlungen zu finden, unter anderem. Das literarische Viertel eröffnet seine Pforten. Mein Name ist Ingo Vollenberg und hier geht es um Literatur. Und diesmal vor allen Dingen um das Tour in Literatur. Ja, schönes Wortspiel. Leider schon vergeben, habe ich gesehen. Ich hätte es mir ja natürlich ergattert. Das ist so naheliegend, aber deswegen wird es natürlich schon verwendet. Ich habe gesehen bei Servus TV. Ich schaue ja seit fast 25 Jahren kein lineares Fernsehen mehr. Ich weiß überhaupt nicht, ob Servus TV ein Fernsehsender ist mittlerweile oder nicht, oder ob das einfach nur eine Internetplattform ist. Wie auch immer, wenn ihr es wisst, gerne in die Kommentare rein. Auf jeden Fall gibt es dort eine Plattform namens Literatur und dort wird gereist und mit Literaturschaffenden gesprochen und sowas. Ähnliches habe ich auch vor. Kommen wir gleich dazu. Ja, Sonntagabend. Wer sich gedacht hat, ob der Ingo wohl noch lebt, der hat richtig gedacht, denn ich war eine komplette Woche auf Klassenfahrt. Es wurde gecampt mit Selbstversorgung. Also ich muss lachen, ein bisschen Geigenhumor, aber jetzt habe ich es ja überstanden. Ich war völlig fix und alle nach dieser Woche. Also, boah, zu sowas lasse ich mich so schnell nicht mehr breitschlagen. War aber auch meine eigene bescheuerte Idee, muss ich leider sagen. Es war lustig, lange Tage, kurze Nächte unter den Sternen, aber ich war völlig fertig. Also ich habe letzte Nacht 15 Stunden geschlafen und bin aber immer noch ein bisschen im Zombie-Modus und ihr hört, meine Stimme ist immer noch ein bisschen angeschlagen. War kühl teilweise in Brandenburg draußen. Im Oderlandcamp waren wir. Das Oderlandcamp ist sehr, sehr schön. Aber die Zelte lassen sich leider nicht komplett schließen. Und Mücken gibt es natürlich im Überfluss. Man sieht, hoffentlich bin ich zumindest ein bisschen brauner geworden. Aber auf jeden Fall fettiger als letzte Woche. Das definitiv. Ja, dementsprechend habe ich heute wirklich auch nur gechillt. Ich habe ein bisschen was gebaut. Sorry, ich komme nachher zum Thema. Aber schaut mal, ist das nicht schön? Ja, ich bin ja so ein Klemmbaustein-Fan. Ich schaue auch immer hier auf YouTube den Held der Steine und solche Geschichten. Mit Klemmbaustein-Reviews, das ist so neben Literatur so ein zweites Hobby von mir. Deswegen gibt es immer was im Hintergrund, aber meine Kamera ist so scheiße, die ist zu weitwinklig einfach. Man sieht dann einfach nichts. Ja? Also wer eine gute Webcam-Empfehlung hat, habe ich schon mal nachgefragt. Eh keiner, aber wenn, dann schreibt sie mir. Genau, und das hier wird kein Buchladen hier drauf, sondern das wird ein Zeitschriftenladen. Ein Buchladen habe ich nicht gefunden im erschwinglichen Preissegment. Ja, zu viel wollte ich da nicht mit durchbringen. Aber ist doch schön, ne? So eine Freifläche. Ja, und freie Flächen in Deutschland möchte ich mir anschauen. Nicht freie Flächen, sondern durch Buchläden, durch Buchhandlungen besetzte Flächen. Es tut mir leid, so schlechte Überleitung. Deswegen lassen wir die Überleitung nicht gelten. Bevor wir zu meinen Reiseplänen kommen, schon in diesem Monat, also ich falle bald um. Ich erzähle euch gleich den Hintergrund, wieso ich überhaupt reisen will. Ich habe zwei Anliegen noch an euch. Und zwar, das erste ist, ich möchte ja den letzten Roman der Radreihe so schnell wie möglich besprechen. Und ich würde hoffen, dass ich den vom Piper Verlag vielleicht vorab kriege. Deswegen habe ich mal eine Liste erstellt, eine Videoliste, wie heißt es, eine Playlist natürlich. Ja, nicht zu verwechseln mit der Playlist von Kutscher, das wohl schlecht weggekommenste Buch, was wir auf dem Kanal hier rezensiert haben. Naja, genau, aber da soll es nicht drum gehen, sondern es geht um Babylon Berlin, um Gerion Rath, die Gerion Rath-Reihe, die als Babylon Berlin verfilmt wurde. Ja, wie man hier auf den Stickerchen sieht, das war der erste Teil, Der nasse Fisch, und dann kamen ganz viele weitere. Und meine absolute Krimi-Lieblingsreihe ist eben diese Gerion Rath-Reihe. Die macht mir unglaublich viel Bock und deswegen würde ich euch bitten,
liked, teilt und guckt irgendwie, ob ihr vielleicht noch andere findet, die Bock darauf haben, weil wenn wir ein bisschen die Community hier in Gang kriegen und wenn es geschaut wird einfach. Und das ist natürlich schwierig bei so einer Reihe, weil es sind ja viele Videos, die nacheinander kommen. Ich bespreche die alle mit Lena, aber ich finde das sehr cool. Also ich glaube, es lohnt sich da auch mal in die Tiefe zu gehen. Also wenn es euch Bock macht, wenn ihr sagt, ach, so eine Krimireihe ist doch ganz interessant und ist auch die einzige Reihe, die wir hier auf dem Kanal machen in der Form, dann würde es mich total freuen, wenn ihr dort teilt und auch liked, dass einfach die Videos an Sichtbarkeit gewinnen und ich den Verlag überzeugen kann, hey, hier, wir müssen Volker Kutscher machen und zwar sehr frühzeitig. Wieso das ganz besonders dringend wichtig ist, verrate ich euch irgendwann. Da gibt es nämlich noch einen Grund, den ich noch nicht verraten möchte, aber genau, da liegt mir einiges dran. Ansonsten einen weiteren Gefallen könntet ihr mir tun, wenn ihr auch noch mal in das Video, falls ihr es noch nicht getan habt, von Caroline Wahl 22 Bahnen reinschaut, weil da gehe ich nämlich zur Lesung in absehbarer Zeit und wer weiß, vielleicht frage ich mal ein Kurzinterview an oder irgendwas. Ich weiß es nicht, ob ich es kriegen werde, aber ich fände es sehr cool, wenn da was möglich wäre, in welcher Form auch immer. Und auch wenn das ein bisschen Verbreitung findet, ich verlinke es euch natürlich auch nochmal. Also ich verlinke euch beide auch in der Signatur natürlich. Und ja, genau, der aktuelle Roman ist auch draußen, Windstärke 18. Ja, den will ich mir vielleicht auch anschauen. Ich habe bei Instagram gefragt, ob ihr Bock drauf hättet. Ja, da könnt ihr klicken, ja oder nein. Hab ich gerade heute online gebracht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich ihn lese. Vielleicht frage ich auch mein Rezensionsexemplar an beim Dumont Verlag. Auch dafür wäre es natürlich gut, ordentlich Sichtbarkeit zu haben. So, genug gebettelt. Na, muss auch mal sein. Sorry, aber ja, muss mal sein. Genau, ansonsten danke natürlich, dass ihr so viel dabei seid, dass auch im Sommer, der ja jetzt mittlerweile angefangen hat, würde ich mal sagen, wir haben endlich Juni und es wird trotzdem weiter fleißig kommentiert und geschaut bei uns auf dem Kanal. Das berührt mich sehr. So, deswegen, ich werde unterwegs sein und zwar vom 20. Juni bis zum 23. Juni gibt es die literarische Vierteltour, Arbeitstitel. Ich bin ja passionierter Bahnfahrer, ne? Und ich habe hier, zeige es nur mal am Rand, so einen Brief von der Bahn bekommen, weil ich hatte jede Menge Bonuspunkte und dachte mir, die musste jetzt auch mal irgendwann verheizen, bevor die alle irgendwann verfallen. Und ich habe mir dieses Ticket, was ich gerade so angedeutet habe, bestellt. Und das beinhaltet 4 komplette Tage, die ich mit der Deutschen Bahn kreuz und quer durch Deutschland fahren kann. Ja, durch so viele Städte, wie ich möchte. Ich weiß, es ist recht sportlich und ich weiß, ich werde mir wahrscheinlich auch wieder viel zu viel Stress machen. Aber ich dachte mir, ich brauche einen Anlass dafür. Ja, also wenn ich umherreise. Klar kann ich Freunde treffen, aber in 4 Tagen, wenn man wirklich unlimited reisen kann, wie viele Freunde kann man dann treffen? Weil welchen Freund treffen will, dann will ich natürlich den ganzen Tag möglichst mit Freund oder Freundin verbringen. Und das bringt mir irgendwie dann nicht so viel. Ja, das mache ich dann lieber in den Sommerferien, wenn ich mir dann 2, 3 Tage pro Person nehmen kann, wo ich hinreise. Das heißt, ich möchte dieses Ticket, diese Ticket-Flatrate anders nutzen und ich möchte für den Kanal was machen. Ich möchte kreuz und quer reisen, mit Leuten sprechen, die Literatur, ja, Faszination leben und vielleicht genauso gerne über das Thema sprechen wie ich und möchte einfach ein paar Interviews führen, möchte gucken, was es, ja, was es für Events gibt in Deutschland. Das heißt, wenn ihr in diesem Zeitraum irgendwo was Cooles wisst, das heißt Lesungen, das heißt literarische Events, das heißt Literaturfestivals, etc. pp., egal wo in Deutschland, 20. Juni bis 23. Juni bin ich unterwegs. Gerne, 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 gerne schickt mir Vorschläge. So, mein eigener Vorschlag jetzt als Start. Also das Projekt muss jetzt so ein bisschen Form gewinnen. Ist, dass ich mir
ein bisschen auch Buchhandlungen anschaue, und zwar die besten Buchhandlungen Deutschlands. Ist jetzt nicht einfach so ein dahingerotzter Social-Media-Titel, der viele Klicks bringen soll, sondern es gibt ja den Deutschen Buchhandlungspreis. Ja, der wird von der Bundesregierung tatsächlich gefördert. Und ich habe mir das mal angeschaut. Ich finde das tatsächlich sehr, sehr interessant. Da gibt es eine ordentliche Liste. Und genau, unter bundesregierung.de und schlag mich tot, also lässt sich auf jeden Fall schnell finden mit den einschlägigen Suchmaschinen. Und im Oktober 2023 wurde er zum letzten Mal verliehen. Dieses Jahr wurde er noch nicht verliehen. Ich frage mich immer, wie die es schaffen, Buchhandlungen da zu prämieren. Also die fahren doch mit Sicherheit nicht rum und schauen die sich selber an, oder? Das ja, finde ich hier irgendwie so ein bisschen schleierhaft. Eine unabhängige Fachjury wurde hier bestimmt und es wurde aus 480 Bewerbungen ausgewählt. Aber die unabhängige Fachjury kennt doch im Leben nicht diese ganzen Buchhandlungen, oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wer in der Fachjury drin ist und zuschaut, teilt mir gern das Gegenteil mit. Auf jeden Fall, die besten drei, die ermittelt wurden, war der Buchladen am Freiheitsplatz in Hanau, wo ein sehr lieber Freund von mir wohnt. Dann Hansen und Kröger in Wiehl in NRW und der Connewitzer, die Connewitzer Verlagsbuchhandlung in Leipzig beispielsweise. Ne? Weiß nicht, ob ihr zu denen eine Meinung habt. Also ich würde mal so durchschauen. Hier gibt es nämlich dann noch ganz viele zweite Plätze und unter weiterem laufende Plätze, die auch geräumt haben. Eine Buchhandlung hier in Berlin, die auch zu meinen Lieblingsbuchhandlungen zählt, ist mit auf den zweiten Plätzen. Also da würde ich sagen, ist schon mal nicht schlecht ausgewählt worden. Ja, ich bin natürlich genauso bereit für eure Vorschläge. Also ich muss jetzt nicht hier die Liste abarbeiten. Das heißt, wenn ihr sagt, boah, diese Buchhandlung, mein lieber Ingo, die solltest du dir auf jeden Fall mal anschauen, schreibt sie mir sofort in die Kommentare. Und ich schaue die mir sehr gerne an. Gerne auch so für dieses Reisefeeling, für dieses literarische Abenteuer. Das Sandras Kanal dann. Ich muss mal gucken, welchen Titel ich finde, der noch nicht vergeben ist. Für das literarische Viertel unterwegs wäre es natürlich besonders schön, wenn ich auch so ein bisschen in die Randbereiche fahren könnte. Das heißt, wenn man Deutschland so vier Viertel vielleicht aufteilt, vielleicht fahre ich erst in den hohen Norden hoch, dann in den Westen, dann in den Süden, dann in den Osten oder wie auch immer. Interessant fände ich auch vor allen Dingen Tipps für Buchhandlungen, die am Sonntag geöffnet sind, weil der letzte Tag muss leider ein Sonntag sein. Oder Literaturfestivals oder so, die am Sonntag sind. Also irgendwas, was ich da machen kann. Ich muss Sonntagabend spät wieder zurück in Berlin sein. Ne? Also ich kann da irgendwas noch mitnehmen, aber so 22, 23 Uhr muss ich spätestens hier wieder aufschlagen. Ja, das sind so grob die Pläne. Und vor allen Dingen, wenn ihr Leute in richtig coolen Buchhandlungen kennt, die auch gut mit dem Zug erreichbar sind. Also das ist Voraussetzung. Ich kann nicht irgendwo hinfahren, wo es keine Bahnhaltestelle in der Nähe gibt. Natürlich ein paar Busstationen fahren oder so, ne? Aber es muss schon irgendwie gut mit der Bahn erreichbar sein. Und dann kann ich natürlich gucken und ja, wenn ihr sagt, okay, da ist eine Person, die hat bestimmt Bock oder die oder der, wie auch immer, bestimmt Bock, über Bücher zu labern und über das Buchhandlungsbusiness vielleicht auch zu quatschen, dann sehr, sehr gerne. Also das, ja, wenn ihr da Ratschläge habt und Tipps habt, wer sich bestimmt gern ansprechen lässt. Ja, her damit, her damit. Ansonsten werde ich mir selber was raussuchen und ja, mal schauen. Genau, das ist die Tour, die ich vorhabe. Das literarische Viertel on Tour, 20. Juni bis 23. Juni, 4 Tage lang. Vielleicht kann ich auch am Mittwochabend schon mal irgendwie ein bisschen hier in Berlin starten oder so. Dann müssen wir mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich glaube, es wird sehr cool. Und vielleicht treffe ich ja irgendjemand von euch unterwegs. Wer weiß. Ja, es schauen ja mittlerweile einige zu und das freut mich natürlich.
So, das soll es auch schon sein. Ich bin natürlich, wie kaum anders zu erwarten, auf der Klassenfahrt gar nicht zum Lesen gekommen, überhaupt gar nicht. Ich hatte zwei Bücher mit. Ihr hattet ja abgestimmt auf dem Kanal, dass ich Babel lesen soll. No? Bin ich dran. Ist auf Englisch und ja, ich bin auch noch nicht so weit. Also ich habe das Hörbuch auch parallel, englische Hörbuch allerdings. Und bin jetzt bei Kapitel 3. Das heißt, noch sehr weit am Anfang, hier so knapp 50 Seiten in etwa. Ja, genau. 49 Seiten. Ja, ihr kriegt Feedback, wenn ich durchkomme. Also ich habe da wirklich nicht viel geschafft. Und ich dachte mir, ich nehme noch ein Buch mit, wenn ich abends irgendwie nicht Englisch zu mir nehmen kann, wenn es was Deutsches sein muss. Dann hat hier von Murakami noch Hardboiled Wonderland und das Ende der Welt. Dachte ich mir, wäre vielleicht auch was, aber auch da, also ich hatte überhaupt gar keine Chance. Ich bin 2 Uhr nachts ins Bett gekommen in der Regel und früh morgens wieder raus. Also no chance in hell, dass ich lesen konnte mit der Taschenlampe. Also ich habe mal eine Seite gelesen, vielleicht mehr war da leider nicht drin. Schade, schade. Aber jetzt kann ich wieder lesen. Und in den Zügen werde ich natürlich auch lesen zwischendurch. Ist ja ganz klar. Vielleicht auch ein paar Kurzgeschichten, die sich so in die Trips gut hineinlegen lassen. Ansonsten, aktuelle Sendung, falls sie jemand verpasst hat, während ich unterwegs war, ich konnte nicht ganz so viel bewerben wie sonst. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut sie euch an. Tonio Schachinger, Echtzeitalter. Ich rezensiere zusammen mit Valandi, mit Lena und mit Alex. Und wir waren uns alles andere als einig über dieses Buch. Das heißt, es war seit langem mal wieder so eine richtig schön lebendige Diskussion mit unterschiedlichen Meinungen. Fand ich sehr cool. Sagt mir gerne da eure Meinung und würde mich auch freuen, wenn die Vierer-Rezensionen gut ankommen. Ist immer ein bisschen Vorbereitung und Koordination, deswegen umso schöner, wenn die euch Spaß machen. Also am Anfang wurde jetzt dort viel geschaut, auch wenn ich noch gar nicht so viel bewerben konnte, aber das zeigt mir schon, dass ihr entweder das Buch interessant findet oder unsere Vierer-Diskussion. So. Genug gequatscht, so viel zum Sonntagabend. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Mal schauen, ob ich bis dahin Babel durch habe oder ob endlich die beiden letzten Radromane kommen, ob Lena sich endlich auf den Hosenboden setzt, dass wir endlich rezensieren können hier, Madame. So, und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Macht's gut, kommt gut in die Woche. Adios.